Hey lieber Virtual DJ-Nutzer, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial rund um Virtual DJ. Heute wirklich mal mit einem ganz simplen, einfachen Kurztipp, was den Tip of the Day in der Virtual DJ-Software betrifft. Wenn der dich auch nervt, dass er jedes Mal auftaucht, zeige ich dir jetzt, wie du ihn abschalten kannst. Und dafür gehen wir mal auf meinen Monitor. Du kennst es bestimmt. Du startest Virtual DJ und unten rechts taucht jedes Mal der Tip of the Day auf. Du könntest ihn zwar mit einem X hier oben wegmachen, aber wenn du dann das nächste Mal Virtual DJ startest, ist das Ding wieder da mit einem anderen Tip of the Day. Und je nachdem, wie groß auch die Auflösung deines Monitors ist, kann dieses Feld wirklich viel Platz in deiner Software annehmen. Also, wie schaltet man das ab, dass das dauerhaft weg ist? Das zeige ich dir jetzt. Das ist relativ einfach. Du gehst in die Optionen und tippst einfach mal Tipp ein und dort gibt es in den Options Show Tip of the Day. Das heißt, Tipp des Tages anzeigen, wenn ein neuer verfügbar ist, und da setzt du das Häkchen ganz einfach bei Nein. Dann geht der unten schon direkt weg und dann jedes Mal oder das nächste Mal, wenn du Virtual DJ aufmachst, taucht kein Tip of the Day mehr auf. Wie geil ist das denn? Schreib mir mal in die Kommentare, ob dir dieser Tipp wirklich weitergeholfen hat, ob dich dieser Tip of the Day in Virtual DJ genauso genervt hat wie mich auch. Und wenn du Bock hast auf mehr Virtual DJ Tutorials, dann findest du unten in der Beschreibung einen Blogbeitrag mit vielen kostenlosen Tutorials, wo du noch viel mehr darüber lernst. Ich sag Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.